Hallo, liebe Freunde des gepflegten Lichtschwertbaus. Wie versprochen und angekündigt, kommt hier nun mein neues Video. Ich freue mich sehr, seit gestern habe ich 1000 Abonnenten bei YouTube. Herzlichen Dank. Und ich habe jetzt damit begonnen, eben dann das Basisrohr und die Besenstielklinge zu fertigen. Dafür gibt es jetzt den ersten Film. Die Ausschmückung mache ich dann nochmal separat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem neuen Video. Das Material, das wir benötigen für unser Lichtschwert, besteht aus einem Rohr der Firma Alpha. Das hat einen Durchmesser von 29 mm und eine Materialstärke von 2,4 mm. Ist also damit sehr kräftiges Material, was dann auch einen Schaukampf aushalten kann. Der Besenstiel, der hat im Durchmesser 23 mm und passt also haargenau hier in das Rohr. Kommt zum nächsten Teil. Wir brauchen dann noch einen Besen- oder Schrubberkopf. Wir brauchen nur hier diese Gewindebuchse draus. Dann brauchen wir Heißkleber und eine Heißklebepistole. Und dann brauchen wir eine Heißluftpistole. Ja, dann brauchen wir noch Vaseline, um das Gewinde hier einzufetten an unserer Schablone, damit ich nachher weiß, wie tief hier mein Gewinde dann nachher reinkommt. Dann brauchen wir doppelseitiges Klebeband. Dann brauchen wir Reflektorband. Das kann man sich von einer Sicherheitsweste abtrennen. Von diesen Warnwesten hier. Ist eine sehr mühselige Arbeit. Ich empfehle da dann eher zum Beispiel bei bender24.de 5 Meter von diesem Reflektorband zu kaufen. Und zuletzt kommt dann hier dieser farbige Schrumpfschlauch drauf. Den gibt es in Meterware bei Mikrocontroller.com. Der passt so gerade darüber, aber das genügt ja auch. Als Werkzeug zum Herstellen des Lichtschwerts brauchen wir eine Metallsäge. Dann ist von Vorteil, wenn man eine Feile hat. Dann ist es ganz gut, Schleifpapier zu haben. Dann natürlich Werkzeug, um Maß nehmen zu können. Ein Zollstock zum Beispiel. Und ein Bleistift oder aber ein Metallband. Und eine Anreißnadel, wenn wir auf Metall arbeiten. Dann ist ein Schraubstock sehr wichtig, um einfach präzise arbeiten zu können. Dann wäre es noch ganz gut, ein paar Handschuhe zu haben. Damit lässt sich gut arbeiten. Man hat dann die Finger nicht allzu schnell dreckig. Und nicht zuletzt brauchen wir noch eine Schere und einen Cutter oder Teppichmesser. Das fertige Grundprodukt sieht dann nachher so aus. Und wie ich das gemacht habe, das kommt dann jetzt. Zuerst nehme ich das Aluminiumrohr zur Hand. Bei meinen bisherigen Lichtschwertgriffen zeigte sich eine Länge von 25 cm als gutes Maß. Also säge ich mir ein so langes Stück vom Rohr ab. Dann feile ich das abgesägte Ende gerade und entferne den Grat. Damit hätten wir dann schon mal den allerersten Schritt geschafft. Als nächstes erfolgt das Zersägen des Schrubberkopfes, um an die Gewindebuchse zu gelangen. Die aus dem Schrubberkopf gewonnene Gewindebuchse hat an der Oberseite einen Flansch, der rundherum abgefeilt werden muss, damit die Buchse in das Rohr hineinpasst. Okay, gucken wir mal. Ja, ich würde sagen, den kriege ich wohl da rein. Um sicher zu gehen, drehe ich die Gewindebuchse auch auf den Besenstiel und stecke diesen dann in das Basisrohr hinein. Geht rein. So soll das.
Der nächste Schritt ist, sich die Schablone zu bauen, um die Gewindebuchse nachher im Basisrohr an der richtigen Stelle verkleben zu können. Dazu säge ich einen Besenstiel auf eine kurze Länge ab, dass es genügt, die in den Schraubstock stecken zu können. Setze eine Markierung auf 80 mm beim Stielanfang und schraube dort eine Schraube rein, die ein Stück weit überstehen wird, damit das Basisrohr dort anschlagen kann. Damit der Besenstiel nachher zentriert im Rohr steckt, drehe ich rundherum mehrere Schrauben in den Stiel ein, um einen gleichmäßigen Abstand zu erhalten. Ich könnte das auch mit dem Akkuschrauber machen, ich habe den aber gerade nicht hier. Nur, dass du Bescheid wisst. So, aber Handarbeit hat ja auch noch niemandem geschadet. Kriegt man ein bisschen was in die Mucke, ne? So. Ja, da geht's doch. So, und das sieht auch einigermaßen mittig aus. Kann man jetzt hier an den im umlaufenden Spalt erkennen. Bin ich zufrieden mit. Jetzt erfolgt die Vorbereitung zur Verklebung der Gewindebuchse. Dazu muss ich an meiner Schablone das Gewinde mit Vaseline einfetten, damit der heiße Kleber nachher nicht dort haften bleibt. Während die Heißklebepistole warm wird, schneide ich aus einer weiteren Heißklebepatrone 6 Stücke etwa 5 mm, die ich dann noch einmal halbiere, sodass ich nachher 12 kleine Heißkleberstücke erhalte. Dann nehme ich mir die Heißklebepistole und ziehe einen hauchdünnen Klebefilm rund um die Gewindebuchse, weil es nachher etwas schwierig für den Heißkleber wird, beim Erhitzen dorthin zu laufen. Also dient das als Vorbereitung, damit dann an dieser Stelle Heißkleber ist, wenn das Ganze sich erhitzt und vermengt und dadurch hält es besser. Im nächsten Schritt wird die Gewindebuchse auf die Schablone locker aufgeschraubt. Dann wird das Basisrohr über die Gewindebuchse gestülpt, was durch den umliegenden Heißkleber durchaus zu einem kleinen Kraftakt werden kann, wie wir sehen. Da geht's noch. So, wie wir sehen, ist das Basisrohr steckt jetzt hier eben in der richtigen Tiefe drin. Jetzt werfe ich dann hier die fertigen Heißkleberkrümel da rein. Und dann geht es jetzt ans Erhitzen des Klebers. So, ja, das sieht gut aus. Täuscht euch nicht, es sind Stunden vergangen. Das Rohr ist abgekühlt und jetzt mache ich das ab. Ich habe das schon ein bisschen vorgelockert, ich gebe es zu. Zack. Sind wir. Damit wäre das Basisrohr fertig. So, das hier ist eben meine Schablone jetzt, falls ich dann auf die Idee kommen sollte, nochmal irgendwann ein Lichtschwert zu bauen, kann ich hiermit immer wieder meine Basisrohre herstellen. Nicht wegwerfen sozusagen. Ne? Dann gehen wir an die Klinge. So, ich muss jetzt mal gucken, ob da genügend Raum ist für Schrumpfschlauch, Reflektorfolie und doppelseitiges Klebeband. Bevor es an die Beschichtung des Besenstiels geht, prüfe ich diesen zuerst auf überstehende Nägel am Schraubgewinde. Dann mache ich mir eine Markierung auf 80 cm und säge den Besenstiel an dieser Stelle ab. Die Klingenlänge könnt ihr natürlich nach eigenem Geschmack bestimmen. 90 cm tun es auch. Ich persönlich fand es einfach zu lang und habe deswegen die Klinge etwas kürzer gemacht. Dann nehme ich mir eine Feile und feile das Besenstielende an der abgesägten Stelle um.
rund. Dann trage ich eine kleine Testbeschichtung auf, um erkennen zu können, ob der Besenstiel anschließend immer noch in der eingeklebten Gewindebuchse hält oder ob er zu dick geworden ist und nicht mehr oder nur schwergängig in das Basisrohr passt. Wenn der beschichtete Besenstiel zu dick ist, kann die Beschichtung beim Eindrehen kaputt gehen. Hätte der Besenstiel mit der Testbeschichtung nicht in das Basisrohr gepasst, hätte ich den Stiel in dem Bereich, in dem er im Basisrohr einsteckt, etwas verjüngen, sprich dünner feilen müssen. Da der beschichtete Besenstiel nun gut in das Basisrohr passt, habe ich den Teststreifen wieder entfernt und mache mich nun an die endgültige Beschichtung. Zuerst wird die Klinge mit doppelseitigem Klebeband spiralförmig umwickelt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kanten des Klebebands auf Stoß liegen. Das Klebeband darf nicht überlappen und auch nicht mit Abstand verklebt werden. Erstens würde man das deutlich an der fertigen Klinge sehen. Zweitens kann es, gerade im Fall des Überlappens, sein, dass die Klinge am Ende dann doch nicht mehr in das Basisrohr passt oder auch bereits der knapp anliegende Schrumpfschlauch nicht mehr über den Stiel zu streifen ist. Dann schneide ich das Klebeband etwas oberhalb des Stielendes ab, drücke es auf der gesamten Stiellänge nochmals fest an und entferne dann die Schutzfolie. Zuletzt drücke ich das Ende des Klebebands noch an der Spitze des Besenstiels an, was man im Video ganz knapp nicht sehen kann. Da der Besenstiel nun überall klebt, wickle ich zwei Streifen der Schutzfolie darum, um ihn für den nächsten Schritt besser handhaben zu können. Jetzt wird die Reflektorfolie aufgeklebt. Auch hier ist wieder darauf zu achten, dass die Kanten des Reflektorbands aneinander stoßen. Eine minimale Überlappung ist aber auch in Ordnung, wenn das Reflektorband sehr dünn ist. Auch hier trenne ich das Band am Ende etwa 1 cm über dem Stielende ab und verklebe es an der abgerundeten Spitze. Dann schneide ich noch das überschüssige Material auf der Gewindeseite ab, damit ist auch dieser Schritt abgeschlossen. Zuletzt wird nun der Schrumpfschlauch übergezogen. Dabei ist darauf zu achten, die Bewegung nicht allzu schnell auszuführen. Da die Schrumpfung durch Wärmeeinwirkung entsteht und Reibung bekanntlich Wärme erzeugt, kann bereits das flotte Überziehen das Material schrumpfen lassen. Dann steckt der Schlauch fest und nichts geht mehr. Auch vom Schrumpfschlauch lasse ich 1 cm überstehen und schneide noch ein kleines Extrastück ab, das ich über die Spitze des Reflektorbands lege. Jetzt muss der Schrumpfschlauch nur noch seinem Namen gerecht werden und sich zusammenschrumpfen, wozu ich wieder die Heißluftpistole verwende. Dabei ist einiges Gefühl nötig, denn wenn der Schlauch zu heiß wird, schmilzt er und kann Löcher bilden. Nur noch das überschüssige Ende des Schrumpfschlauchs abgeschnitten und fertig ist die Besenstielklinge. Nun schauen wir uns den Leuchteffekt des Reflektorbands an. Wie ich bereits in meinen vorherigen Videos erwähnt habe, leuchtet die Klinge bei Verwendung einer sehr hellen Lichtquelle. Mein Handy ist dafür ideal geeignet. So, damit haben wir hier die Basis fertig. Das, was ich euch an Anleitung schicken kann, ist das, was ihr jetzt hier seht. Das ist das Ergebnis davon. Na, passt perfekt. Und im nächsten Schritt kommt dann jetzt die Ausschmückung dran.